Welcome back, ihr krassen Dudes, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Project Cast 3 in der Karriere. Leute, ich habe es gestern angekündigt und ich habe auch gesagt, wie geil ich das Ruthmans Design finde. Aber wir fahren immer noch Porsche, oh Gott, 962, oder? Wir fahren, ist das der 962er? Ich denke schon. Wir fahren Porsche 962 und ich muss jetzt hier kurz nochmal nachgucken. Ist das der 962er? Ja. Ich habe kurz, oh Gott, ich hatte kurz einen Stimmbruch. Nee, ich habe kurz gedacht, ah, es ist nicht, doch noch der 956, aber nein, grob falsch. Es ist der 962C und den ballern wir heute über drei tolle Rennstrecken, wovon ich jetzt momentan nur noch eine kenne, denn die anderen müssen wir erst Telekom-Ton. Die anderen müssen wir erst freischalten, denn Meisterschaft. Wir fangen an mit Monza, danach geht's weiter mit Silverstone und Jerez. Jerez sind wir jetzt auch schon ein, zwei Mal gefahren. Also grob kennen wir uns da jetzt auch schon mittlerweile aus. Nun, rein da. By the way, warum nicht dieses wunderschöne Design? Nun, Leute, ein kleiner Funfact am Rande. Wir fahren mit dem, wie heißt das Team nochmal? Powered by Joost Racing? Newman. Ich glaube, Newman Joost Racing Team. Die, ich glaube aber mit dem Porsche 956 damals, 1984, die 1000 Kilometer von der Nürburgring. Das erste Mal auf der Nürburgring Grand Prix Strecke, frisch gebaut, weil sonst ein Jahr davor waren sie noch auf der Nordschleife. Aber jetzt wird spannend. 1984 ist in diesem Fahrzeug auch Ayrton Senna gefahren. Zwar jetzt nur dieses eine Rennen, aber er ist damit gefahren. Und das wissen viele nicht. Gut, statt Senna haben wir jetzt aber, ich glaube, das steht ja auf der Seitenscheibe drauf. Wartet, Obacht, ich hab's gleich. Nee, ich glaube, wir müssen... Kann man das hier erkennen? Da unten am Rahmen? Hans-Joachim Stuck? Wir haben Stucki dabei. Statt Senna, dafür Stuck. Auch okay, finde ich. Nun. Dann bringen wir mal schnell weiter. Sonst verquatschen wir es komplett. Wir haben jetzt ein bisschen Motorsound. Deshalb würde ich einfach mal nochmal sagen, wir machen das Spiel ein bisschen leiser. Obacht. Nein, das ist HUD. Das ist Optik. Hier müssen wir rein. So, reicht. Dann ist ein Rennspiel. Ein bisschen Motorsound muss halt noch sein. Was wollte ich noch einstellen? Genau. Ja, das passt. Sehr gut. Übrigens, nach unserem letzten... wo ich nochmal... reingegangen bin in das Indycar-Rennen, bevor ich jetzt aufgenommen habe, um einfach zu gucken, wie sind die Wetterverhältnisse, war automatische Kupplung wieder auf an. Obwohl ich das nie auf angestellt habe, weil wir dazwischen ja ganze Zeit nur Autos gefahren sind, die halt eine richtige Kupplung hatten. Also eine haargeschaltete Kupplung. Es ist verrückt, er stellt sich einfach immer wieder um. Nun, was haben wir eigentlich hier für Kontrahenten? Wir haben Nissan, wir haben Porsche, was haben wir noch? Ich glaube, wir haben auch noch Mercedes müssen auch noch haben und Jack. Schön Jaguar. Übrigens die Mercedes, ne? Die ballern auf der Geraden ist sowas von anderen vorbei. Das wird kritisch. Aber egal, wir gehen rein. Okay, the first race of the championship is on. Get out there. Übrigens, Senna ist mit diesem Auto und zwei seiner Teamkollegen mit der Startnummer 7 Achter geworden. Wir holen das gleiche Modell, das heißt, wir hatten einen guten Start. Oh, fairer Fahrer. Komm, wir fahren mal auf der Auslinie. Müssen noch ein paar doch nicht überholen, okay. Das war schon ein bisschen frech, wie ich da reingefahren bin. Deshalb, wie gesagt, wollte ich extra außen lang fahren, damit die innen da vorbeischlüpfen können. Aber in der ersten Runde meinte die KI grundsätzlich die Ideallinie. Boost. Ah, das gleiche Modell ist hinter uns. Oh, wo fährt der denn lang? Was macht er denn? Aber ich liebe es wirklich,
bei diesen Turbomotoren, wenn wir mal Boost brauchen, wenn wir mal hier unseren Turbo brauchen, der mal angepatscht werden muss, einfach mal kurz Kupplung treten. Und schon hat sich die Sache. Schon steht er auf aus seinem Winterschlaf. Ist echt nice. Immer schön Ausgang der Lesmo-Kurven kann man das machen. Ach, keine Sorge, die Langheckmodelle, die wollen uns noch schnappen. Das Ding ist noch nicht gegessen. Und ich muss ja nicht unnötig hier Spannung aufbauen, weil ich irgendwie Fußball- oder Sportmoderator bin. Übrigens meine Lieblings-Sportmoderator-Momente. Schon oft gesagt, ne? Aber Super Bowl Finale New England Patriots gegen die Atlanta Falcons, wo es dann 2:28 stand oder sowas. Ne, 2:28 ist Quatsch. 3:28 war das. Wo die Kommentatoren auch selbst gesagt haben, hey, ne? Wir müssen zwar immer alle super so kommentieren, dass es halt auch spannend werden kann und immer alles passieren kann, aber das Ding, das wird bei aller Liebe nichts mehr. Das Ding ist vorbei. Und dann, oh, Tom Brady hat doch noch Bock. Und zack, bumm, die Patriots gewinnt doch noch. Oh. Oh, danke für den Boost. Unser Schwesterteam, nee, unser Teamkollege. Übrigens, ich habe gestern im Video gesagt, hier zu der 81, dass das unser Teammate wäre, oder zu der 82. Weil eigentlich wollte ich das Design mit der 81 oder 82 fahren. Aber ich habe dann das Design mit der 51 genommen, oder 52. Aber merkt euch echt mal, wie ich hier einfach um die Kurven fahren kann, ohne gegenzulenken. Ich kann hier so machen, ne? So ein bisschen lecker Quatsch. Und da passiert nichts. Ich muss es gleich nach dem Rennen wie die ganzen EP, XP oder RP Balken da eingeblendet werden. Ich muss euch mal zeigen, wie sich dieses Auto hier, sowohl Kurzweg als auch die Langheck-Variante, wie dieses Auto sich verhält. Boost, wenn man das Highspeed-Setup drauf hat, das ist komplett gestört. Das war Parabolika. Da gehört der Vordermann wieder mir. Kann er sich wieder hinter mir sich einordnen. So, wenn ich mich halt mit Schwung vorbeiquetschen kann. Uiuiui. Fast das Auto weggeworfen. Kann ich richtig einlenken? Irgendjemand lenkt hier. Irgendwann war neben mir, aber das hat sich beim Einlenken so komisch angefühlt. Ich wusste nicht, ob links oder rechts. Wie krass lange man den vierten ausdrehen kann. Boost. Ich liebe es. Ein Treterpedal ist einfach Gold wert. Boost. Ja, kaum drückt man die Kupplung schon, hat man Boost. Der Turbo ist auf Knopfdruck Turbo Power. Das ist einfach geil. Oh.
nicht quer. Nicht, wenn es auf so eine lange Gerade geht. Da brauchen wir echt Schwung. Da ist das Querfahren echt das Dümmste, was man machen kann. Aber sonst alles noch heile. Alles noch heile. Unser Teammate. Oh. Wie einfach ich hier um die Kurve fahren kann. Würde echt gleich wundern, wie fucking buggy dieses Highspeed-Setup ist. Immer mit dem Reminder, die KI mit demselben Setup fährt nicht so geisteskrank, sondern wie ein, fährt so, als das Setup funktionieren würde. Boost! Ja. Einfach, du gewinnst hier beim Rausbeschleunigen so viel Meter. So viel Meter. Obwohl, Ausgang Ascari habe ich jetzt nicht gemacht. Wow, und da kommen gleich die drei Modellflieger über uns rübergesaust. Ah, nee, die Kamera wechselt. Puh. Aber guckt euch das an. Die drei Kurzheck-Modelle, die eigentlich auf Kurven aus sind, gewinnen in Monza Highspeed-Strecke gegen die Langheck-Modelle, die ja, wie gesagt, eigentlich so für Le Mans da sind oder die eigentlich nur in Le Mans fuhren. Oder, nee, fuhren. Fuhren? Fuhren? Fuhren, Furten. Furten ist aber auch ein schlimmes Wort. Einigen wir uns auf Fuhren. Aber schön, dass das Team. Was habe ich gesagt? Newman. Ne? Newman Racing bei Joost. Oder Newman bei Joost. Team Joost Racing. Irgendwie so. Nun. Wiederholung speichern. Ja, Top 10. Nur Porsche-Modelle. Porsche einfach fucking OP in diesem Spiel. Wahrscheinlich irgendwie Exklusivvertrag, wie die ganzen amerikanischen Helikopter in Battlefield 4, die einfach nicht kaputt gehen. Battlefield 4-Spieler wissen genau, was gemeint ist. Jeder andere Heli auf Bodenkontakt, Explosion. Und der Amerikaner-Heli kann es mit der Nase einfach gegen Boden fliegen. Hat nur 80%. Alles gut. So, hey! So, Obacht, es kommt jetzt die Szene, die ich angesprochen habe. Und da sieht man wirklich, ich gebe Vollgas, keine krassen Lenkeinschläge und auf einmal kommt das Heck so, wow! Das ist wirklich pervers. Ich habe extra jetzt den Versuch auf, naja, ohne KI gestartet, damit man nicht sagen kann, ja, hier, aber du wurdest doch schon irgendwie angestupst oder hier, Dirty Air oder. Durch diese Luftverwirbelung in Runde 3 führte es dazu, dass dann durch die Mondeinstrahlung, die Moleküle oder. Ach, das ist einfach verrückt. Das Highspeed-Setup ist Schmutz. Aber da macht man nichts. Dafür habe ich die Strecke jetzt so oft geübt und auch wirklich mit jedem Auto, außer den Nissan, den wir auf der Strecke gesehen haben, der hinten so Löcher in der Karosserie hat, damit ihr sofort wisst, was für ein Auto ich da meine. So, weiter geht's. Was war Silverstone? Ich hatte jetzt nur noch Jerez im Kopf und hatte die andere Strecke nicht mehr in der Rübe, aber es ist Silverstone. Hallo, guten Tag. Es ist wenigstens die große Strecke. Silverstone GP. Ich nehme an, ja. Nun. Von trocken auf Regen. Ja, das ist gut so. Übrigens, da Senna nur einmal gefahren ist, haben wir auch jetzt eine andere Lackierung.
Oh, wir sind noch vom Monsterrennen in der 5. Oh, Obacht. Oh, ich schieb dich gerade. Nein, wenn mich da. Ich wollte ihn gerade schieben, aber irgendjemand hat ihn dann so berührt, dass es halt unmöglich war, aus meiner Position heraus. Ein bisschen unnütz, Flashlight und warum auch immer. Die Frage ist, wann fängt der Regen an? Und wie krass wird dann die KI sein? Weil Wetterwechsel heißt auch immer Skillwechsel. Die Frage ist nur halt, ist es diesmal zum positiven oder zum negativen Gunsten? Ist halt auch immer fucking Glücksspiel. Okay, dritter Gang ist vielleicht ganz gut, um den Boost zu behalten, aber der Fehler müsste ausreichen. Oh Gott. Das war frech. Das mach ich. Dann recht fast abgeschossen. Aber das Problem ist, diese Strecke habe ich jetzt nicht 1000 Stunden gefühlt trainiert. Weil ich, wie gesagt, Monster habe ich jedes Auto mit jedem Setup habe ich ein paar Runden gedreht. Um einfach mal zu gucken, was im Auto kann ich jetzt denn hier mit der KI aufnehmen. Weil das Porsche Highspeed Setup ist einfach Schmutz. Ist das Regen oder Dreck? Nee, das ist Regen. Ich glaube, der hier oben Scheibe, Sonnenblende. Okay, was ist mit den Autos hinter uns los? Ich glaube, jetzt haben wir das Problem Wetterwechsel, was ich vorhin angesprochen habe. Okay, Boost haben wir. Und draußen mit euch. Mit den. Keine Ahnung. Was soll hier rausgehen? I don't know. Boost. Komm doch rum. Boost. Ja, 100% Ideallinie. 11 von 13 Kurven gemeistert. Gott, oh Gott. Hier musst du, glaube ich, echt flink sein beim Auto nicht wegwerfversuch. Komm doch rum, du Schiff. Oh Gott. Kupplung treten ist manchmal nicht immer die Lösung. Komm rum. Ah, die Nissans haben Bock. Die wollen nicht eingefangen werden. Aber hinter uns hat einfach nichts Bock. Wohl einer hat sich hinter uns ein bisschen abgesetzt von den anderen. Der kommt, glaube ich. Ups. Ich habe versucht, sanft in den Drift zu gehen, um da vielleicht so ein bisschen schneller rumzukommen, aber da hatte ich zu viel Angst, das Auto wegzuwerfen. Deshalb war alles, was ich gemacht habe, nicht konsequent.
Ich glaube, hinter uns kommt auch noch ein Nissan. Ich glaube, die Nissan sind hier im Regen super stark. Oh ja, der fliegt. Der fliegt an uns ran. Aber egal, das Gute ist, im letzten Monsterrennen waren Top 10 alles mit Porsche. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, dass die Nissan uns jetzt hier überholen. Solange es nur Nissan bleibt. Oh Mann, was ist hier los? Da bildet sich ein ganzer Ärmelkanal. Hier auch schon. Oh, die Linie ist komplett verkackt. Ah, hier bildet sich auch noch ein Kanal. Ja, Scheitelpunkt ist komplett mit Wasser. Oh Gott, ich dachte, ich kann mit ihm mithalten, aber der, holy shit, der hackt sich um die Kurven, das ist verrückt. Eigentlich bräuchte man hier so ein Counter-Strike Overwatch, einfach nur im Podcast 3, um die KI einfach hacken zu sehen. Übrigens, wer Overwatch nicht kennt, ich meine nicht, dass das das Spiel von, dass das alleinige Spiel von irgendeinem anderen Verein. Oh Gott, komplette Pfütze im Dings. Im Schaltkurs wieder. Ich meine, Overwatch ist eine extra Feature von Counter-Strike. Da kannst du dir halt Replays angucken von Spielern, die gemeldet wurden wegen Hacken. Da kannst du selbst abstimmen mit, hey, hat er gehackt, ja oder nein? Was hat er? Wie nur ein Wallhack oder ein Aimbot oder ein Spinbot oder ein Botbot oder... ist es einfach nur Bottas? Ha! Dieser Gag. Und das ist halt Counter-Strike Overwatch. Schon lässt es unser Auto einen Sponsor namens Feturbo Express. Feturbo Express. Einfach geiler Name. Pumpen, pumpen, pumpen. Boost behalten durch den Ärmelkanal. Aquaplanik. Das war nicht so gut. Fucking Ärmelkanal. Hier bildet sich auch noch einer. Einfach frech. Und die KI rattert einfach durch. Mit ihren Tauchreifen. So, letzte Runde. Die Nissan hauen einfach komplett ab. Da wird dann nochmal spannend beim Finale, was sich da hinter uns abspielt, weil wir sind natürlich klar Erster. Ich glaube, hinter uns kommen die Porsche-Kollegen. Oh, Pfütze. Oh, schlimm ist das. Das ist einfach nur schlimm, da durchzufahren. Einfach mittig bleiben. Oh mein Gott, diese Pfütze wieder. Was stimmt mit diesen Pfützen nicht? Wäre echt, wenn es noch ein Rennspiel gibt mit Aquaplaning und so ein Dreckmist und es die KI einfach nicht betrifft, dieses Feature, will ich das ausstellen können. Das ist wirklich Mist. Ah, okay. Ah, diese Pfütze hat mich einfach überhaupt nicht einlenken lassen. Einfach zack, gerade ausgefahren. Einfach mittig bleiben. Pfützen sind meistens am Rand. Da oder da oder da oder da oder da 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 da. Ärmelkanal. Oh Gott. Auch verschaltet.
Okay, so schlimm ist. Okay, hier kann man auch vorbeifahren, ohne Tauchmaske anzuziehen. Nee, 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 nee. Da kommt die Porsche-Armee. Holy moly. Gäbe es Boxenstops, hätte es sich, glaube ich, für uns gelohnt, einfach reinfahren zum Reifen wechseln. Obwohl, nee, eigentlich heißt es ja, dass die Reifen sich automatisch anpassen, ne? Von daher ist meine Überlegung auch schon wieder dahin. Wir haben ja Zauberreifen. Wissen viele nicht, damals gab es Zauberreifen. Wurde aber wegen Hexerei und Ketzerei verboten. Schade. Da macht man nichts. So, einmal speichern bitte. Wiederholung wird gespeichert, bitte warten. Wiederholung wird gespeichert, bitte warten. Come on! Ich weiß, die sind 5 Runden. Ja, es ist ein Wetterwechsel. Wir fahren mit vielen Autos. Aber so lange muss das doch nicht brauchen. Oh, ich wollte gerade sagen, James Button. Nee, James Button? James? Warte mal, was für ein. Warte mal, Button. Wie hieß nochmal Button? James Button? Jensen Button. James Hunt wäre es wohl eher. Oder Jensen. Bolton. James Bolton. Raff dich. Ach man, ich hätte echt so gern die originalen Fahrernamen von damals. Oder allgemein, einfach als Gag irgendwelche Fahrer. Wie gesagt, im Project Cast 2, oder allgemein, im Project Cast, ich habe es schon erzählt, ne, die das Spiel in der Entwicklungsphase unterstützen. Gibt es ja extra Unterstützungsplattformen wie Kickstarter oder so ein Ramsch. Diese Unterstützer werden dann halt auch als Fahrernamen ins Spiel eingetragen. Und dann gab es dann halt Leute, die haben sich entweder so genannt, oder es war hier Fahrerlegende himself, René Rast. Und gut, dann haben wir auch Allerweltsnamen, was halt komplett Zufall sein kann mit Paul Walker. Da waren schon ein paar Namen dabei. Was mich nur wundert, dass da irgendwie keine so Gag-Fake-Namen dabei sind, wie in Deutschland zum Beispiel Reinhard von Hinten. Oder sein niederländischer Zwillingsbruder Reinhard van Hinten. Wäre lustig. Das letzte Rennen. Ja, Startaufstellung steht bereit. Übrigens echt geil, dass man da durch so eine Brücke durchfährt. Wo es dann wahrscheinlich so eine ultimative VIP-Launch rübergeht. Das ist schon nice. In die VIP-Launch-UFO-Kabine oder. So sieht es zumindest aus. So, Jerez, da können wir eigentlich unser ausbalanciertes Setup lassen, weil da gibt es trotzdem noch schnelle Kurven und Highspeed-Setup ist auf jeden Fall die schlechte Wahl. Nun, was ich mir noch wünschen würde, dass das Feature für besonders geplante Leute, dass ich jetzt noch meinen WM-Stand abrufen könnte. Weil ich vercheck's immer da nach dem Rennen drauf zu gucken. Ich hab mich, glaube ich, bewusst noch nie mich da damit beschäftigt. Egal. Ja. Oh. Neue Lackierung. Wieder Hans Stuck und Dirk Bell mit dabei. Durch das UFO-Gebäude hindurch. Brauchen wir echt viel Schwung, weil hier geht es nochmal eine richtig schön lange Gerade. Und ein bisschen bergabwärts, bergauf. Das heißt, man sieht die lange Gerade wirklich perfekt. Oh, perfekt ist auch dieser wunderschöne Dive-Manöver. Radkurven ähnlich der Lesmo, das heißt, hier können wir auch in der 3 bleiben. Hier aber nicht. Oh Gott.
Gott, der kam uns mal ruckartig näher, weil er auch geschaltet hat. Hat mich komplett erschrocken. Oder, nee, das hat mich komplett erschreckt. Ich hasse es. Ich weiß echt nicht, was da richtig ist. Egal, was ich sage, ich werde immer berichtigt. Also zumindest zu der Zeit, wo ich noch ein funktionierendes PS4-Laufwerk hatte und Multiplayer-Spiele zocken konnte. Das war eine schöne Zeit. Oh ja, ja, es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Fuck, die lange gerade. Hust. Ja, 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 ja. Der Porsche kommt nicht an den Nissan vorbei. Das ist nett. Weil ich glaube, sonst würde der Porsche echt aus. Oh Gott, aus dem Leben ziehen. Hallo. Oh Gott. Ja, das geht ja richtig ab. Also komplettes LMP1-Land hier. Also komplettes LMP-Land. Oder Prototypen-Land. LMP ist ein Le Mans-Prototyp. Oh Gott. War nicht gut. Eigentlich eine Vollgas-Kurve, aber da ich im zweiten war, habe ich mich mit dieser Drehzahl-Power nicht getraut, Vollgas zu geben. Oh Gott, fahr doch geradeaus! Auto! Nicht immer quer! Krieg doch Herzrasen! Oh Gott. Oh Gott. Route wird berechnet. Fuck. Kann die Kurve so eng sein? Boost. Das ist echt eine schön zu fahrende Strecke. Das muss ich wohl sagen. Kennt man eigentlich nur aus dem Motorradkalender. Und damit meine ich nicht das Ding, wo die Monate drin stehen. Oh, oh, was genau? Es fühlt sich immer an wie kurz vor Krankenwagen, wenn man hier Vollgas durch die Kurven fährt. Einfach mal nicht quer um die Kurve. Das wäre so nett. Zu früh eingelenkt. Gott. Lieber langsam machen, anstatt hier Vollpower rauszusprinten und sich dann doch wegzudrehen. Weil das würden wir nicht mehr rausfahren können, wenn wir uns jetzt wegdrehen. Ein bisschen Außenzaun. Oh Gott.
Okay, ich hab super Schiss in der Außenperspektive. Wenn da das Auto quer kommt, dann ist sowas von tot. Da bin ich sowas von tot, wenn das außen mit dem Heck kommt. Aber Jerez ist echt eine schöne Strecke. Warum sieht man die echt so selten? Das verstehe ich nicht. Weil ich glaube, so irgendwie Exklusivvertrag, dass er nur eine Rennserie fahren darf. Ich glaube, so einen Quatsch gibt's nicht, oder? Oh Gott. Ganz halt im dritten gefahren, jetzt fahre ich im zweiten durch. Warum? Ich habe keine Ahnung. Manche Sachen, die ich tue, kann selbst ich nicht erklären. Und wenn es wie bei Family Guy Gott und Jesus geben würde, selbst die hätten da echt keine Antwort drauf. Genau, ich habe keine Ahnung, was ich da fabriziert habe, dass sowas zustande kommt, aber eieiei. Miau! Boah, was ein Move. Und die KI plankt ein. Ich raste aus. Das schöne Auto. Fast the big one. So, natürlich jetzt wieder Haarscheidung, wieder auf die neutrale Position. Muss mir echt mal einorgeln, dass das zu haben tue. Weil das vergesse ich so oft. Damals. Beziehungsweise bald wieder, wenn es Dirt Rally 2.0 wieder am Start ist. Habe ich auch. Es immer vergessen. So, ich komme irgendwie mit dem dritten Gang in das Ziel rein. Dann warte ich eine Woche mit wieder neuen Stuff für Rally, ne? Dort Rally aufnehmen. Nach einer Woche setze ich mich wieder hin, denke mir so, oh cool. Bin vor einer Woche, glaube ich, mit dem dritten Gang ins Ziel gekommen, weil es einfach immer noch ne, da ist. Ich bewege es einfach nie. Nun. Oh, die Porsches konnten sich nicht behaupten. Also, wenn man mich, ne, wegignoriert. Im ersten Rennen Top 10 Porsches und jetzt. Wenn man mich wegbedenkt, Nissan, Nissan, Nissan. Ja. Da macht man nichts. Wo sind die Jacks eigentlich hin? Dass diese Nissans was hinkriegen. Weil eigentlich, wenn man nach den Beschleunigungs- und Topspeed, oder ich. Nee, da bin ich mir zu unsicher. Wenn man sich nur nach den Topspeed-Werten orientiert, ist Nissan mit sehr großem Abstand super kacke. Ich glaube, wenn Porsche da irgendwas mit einer 47 hat, ist Nissan da mit einer irgendwie 38 oder sowas unterwegs als Topspeed-Wert. Und das ist schon sehr krass, dieser Unterschied. Aber halt in den schnellen Kurven, da machen die es halt weg. Oder statt weg, machen die es wett. Ich muss echt mal googeln, wie dieser Spruch geht. Ob es, ne, es wieder wegmachen ist oder ob es wieder wettmachen ist. Und warum heißt es dann wett? Was zum Teufel? Egal. Nun, Alter, was ist denn hier? Sonnenstrahlung im Hauptquartier. Was ist denn hier los? Das Auto ist ja Maximum beleuchtet. Würde man denken, die ganze rechte Seite ist einfach nur weiß. Toll. Nun, dann würde ich mal sagen, Leute, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, es ist immer noch super sonnig. Aber diesmal von der anderen Seite, oder? Warte mal. Ich glaube, ich habe... Warte mal. Obacht. Ich muss was... Das muss jetzt kontrolliert werden. Was ist denn hier los? Okay, egal, das geht trotzdem klar. Wir haben jetzt, sag ich mal, die normalerweise Fahrerseite. Fahrerseite ist super weiß. Jetzt gehen wir raus. Und jetzt ist die Beifahrerseite super angestrahlt. Wir haben eine 360-Grad-Sonne. Live aus in der Sonne. Also live aus von in der Sonne. Eieiei. Mein Deutschlehrer hat, ich glaube, ich habe gerade gehört, wie mein Deutschlehrer sich gerade live erschossen hat. Toll. Nun, dann würde ich mal sagen, Leute, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und ich bin mal raus. Haut rein, bye bye and have a great time. Bye, have a great time.